So, willkommen zurück bei Chelsea and the Seven Devils. Wir nähern uns langsam dem Ende dieses schönen Spiels. Ja, ich bin aber auch, denke ich mal, ganz froh drüber, dass es dann endlich mal zu Ende ist. Ich meine, ich habe schon ziemlich lange im LP drin. Ich denke, das langt langsam mal. So, wir haben blau, wir haben türkis, grün, ähnliches Ding. Wir gehen da jetzt einen Ticken hoch, links, rechts. Wir gehen erstmal das Blaue absuchen. Okay. Erstmal alles Secrets. So. Ja, da ist was. Da kennt die. Was auch immer sie sagt, aber ich find's lustig. Wir können eigentlich auch ein bisschen Backtracking machen. Kommt hier eine Stelle mit der goldenen? Ne. Können wir ja eigentlich mal minimales Backtracking machen. Hier in dem Raum ist auf jeden Fall was. Machen wir erstmal hier alles kalt. Machen wir hier alles kalt. So. Wo blinkt's? Ah. Hatte ich das schon? Nein, hatte ich nicht. Okay. Also hier in dem Raum ist definitiv auch was. Ach komm, geh kaputt, du Katze. Okay, das Ding geht kaputt. Nee, egal, ich würde sagen, Backtracking muss nicht um. Ja, gut. Ja, ich überleg's mir noch, okay? Da. Erstmal hier skillen. Also aktuell, denke ich, lohnt sich Backtracking noch nicht so ganz, aber. Geh mal auf, los. Erstmal das alles wegmachen. Leiter nehmen, den da wegmachen. Leiter nehmen, den da wegmachen. So. Leiter, kommt den wegmachen. Okay, wir wollen jetzt nach rechts. Okay. Natürlich meinen Dreieck ausrüsten. Da ist was. Oh, habe ich schon. Okay. Wahrscheinlich letzten Part geholt und voll wieder vergessen. Naja. Kommt auch mal vor. Ey. Ey. Ich finde das so bescheuert, dass das nichts aufmachen kann. So, speichern zwischenzeitlich einfach mal. Aua. So. Wird einfach hier durchgerannt. Ach, die Musik ist schon toll. Irgendwie werde ich es auch vermissen, wenn es durch ist. Da gehen wir jetzt nach oben, weil ich weiß, dass unten wahrscheinlich richtig sein wird. Boah, voll getroffen. So. Huch, hier ist was in dem Raum. Aha. Aha. Okay. Bin ich natürlich dankbar mit. Die Bank dankt. nee. Zack, 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 zack. Und einmal nach oben bitte. Dankeschön. Hier habe ich spontan jetzt nichts gehört. Mal einfach direkt. Aua. Okay, hier in dem Raum ist das. Es hat sich angehört, als würde es von rechts kommen. Aber wo? Ah. Okay, so kann man das wohl auch machen. Okay. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher teilweise.
Das heißt, ich kann dann mit der Leiter hier durch und kann den Schalter drücken, wofür auch immer das gut ist. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ich bin so blöd. Na super. Komm, das Ganze dann gleich noch einmal. Ja, muss bestraft werden, ich weiß. So. Da lang. Halt. Da kommen wir gar nicht durch. Natürlich kommen wir da durch. Ich vergesse auch immer wieder, dass wir eine Bombe haben. Ja, aua. So. Nein, 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 nach rechts. Nein! Ja. Ja. Wie weit runter denn noch, bitte? Mann. Wie ich auch gerade von allem getroffen werde, das ist echt wahr. Speichern. Ich will jetzt das Juwel. Weil dann kann ich richtig Backtracking nochmal machen. So. Ihr beiden geht nämlich auf. Damit kann ich dann mit der Leiter hier hoch. Und wir haben das Unicorn, also das Einhorn und der Edelstein-Ding. Döns. So. Mit dem Einhorn-Gedöns können wir. Also ich weiß, dass rechts von uns noch ein. Ich würde sagen, jetzt machen wir Backtracking. Also wir gehen jetzt einen Umweg nach dorthin, wo ich hin will. Einfach damit wir eventuell noch das ein oder andere Elixier mitnehmen können. Bam, so. Mal einfach das, dann können wir leicht durch. Und wieder das da ausrüsten. Okay. Ah, okay. Also hier kriegt man das Teil her. Wie komme ich denn da bitte hoch? Ach ja, genau. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Weil ich muss das ziemlich weit oben hinbekommen. Oh, das wär's gewesen. Das wär's wieder gewesen. Und. Okay, so nicht. Ich sag euch, diesen Sprung. Der Sprung ist nicht lustig. Und ich muss das dann genau mit einem getimten nach unten Schuss machen, meine ich. Zumindest habe ich das so damals gemacht. Nee. Da war ich zu tief. Dieses Spiel, ne? So einen Sprung von einem zu verlangen. Ah! Da ist zumindest nirgendwo ein Block, oder? Nope. Komm ich vielleicht hier irgendwo hoch? Sieht auch nicht so aus. Nö, das muss ich echt so machen. Boah. Nee, das wär's, glaube ich, nicht mal gewesen. Ich muss den noch. Oh, der sah gut aus, aber ich hab's versaut. Verdammt. Nein. 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 Boah, komm schon. Ohne den Drehsprung. Denselben Sprung, nur ohne Drehen. Nein, der war knapp, muss man aber sagen. Na komm. Oh, ich sag euch, dieser Sprung. Ich glaube, ich werde das jetzt wirklich bis zum Partende einfach versuchen und hoffen, dass ich es irgendwie hinbekomme. Ah, ist schon wieder so knapp. Nee, das ist zu tief. Nee, das war auch zu tief.
Ich denke, so in der Höhe muss ich den Sprung packen. So, nein. Damn. So knapp. Okay, den kann man nicht benutzen in der Luft. Ein bisschen versetzt von der Decke, glaube ich. Ah. Es muss nur noch klappen. Ah. Fuck. Okay, nochmal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, wenn ich so den Sprung hinbekomme. Okay, da habe ich die Leiter jetzt mit weggenommen. Nee. Nochmal, da kann man stehen. Lol, ich dachte schon. Da der Part zu Ende ist, würde ich behaupten, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich das Item habe. Merkt euch unten die Zeit 100. Sagen wir mal einfach mal 120, bis ich jetzt weitermache. Könnt ihr ja mal gucken, wie lange ich jetzt brauche. Vielleicht packe ich es ja auf Anhieb. Mal gucken. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chelsea and the Seven Devils. Vielleicht sogar schon zum letzten Mal, wer weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht wegen Backtracking. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.